Verschlüsselung ist in. Das haben auch die deutschen E-Mail-Anbieter bemerkt und entsprechend reagiert. Die Telekom und die anderen großen Provider haben sich zum Verbund E-Mail Made in Germany zusammengeschlossen. Das klingt nach deutscher Wertarbeit und nach Sicherheit. Und bei der Telekom ist man auch sehr stolz auf das Angebot. Mit E-Mail Made in Germany erhöhen wir die Sicherheit in der E-Mail-Kommunikation von über 50 Millionen Kunden in Deutschland. Wir übertragen E-Mails nur noch verschlüsselt innerhalb des Verbundes. Wir betreiben Rechenzentren ausschließlich in Deutschland. Wir verarbeiten die Daten ausschließlich in Deutschland nach deutschem Datenschutz und nach deutschem Recht. Sorgt die gute deutsche E-Mail nun wirklich für sichere Kommunikation? Kritiker halten das Angebot für eine schwarz-rot-goldene Vernebelungsaktion. Der Chaos Computer Club etwa spricht von Bullshit made in Germany. Denn die Mails, auf die die Telekom so stolz ist, sind nur auf dem reinen Transportweg verschlüsselt und sie sind somit keineswegs vor Abhörschnittstellen sicher. Und auch Datenverkehr in deutschen Grenzen hält der Chaos Computer Club eher für Marketing als für eine Sicherheitsmaßnahme. Trotz dieser vernichtenden Kritik, Rüdiger Weiß, der als Mathematikprofessor selbst Kryptographie unterrichtet, tendiert zu einem besser als nichts. Nicht verschlüsseln bedeutet, mit wirklich ohne jeglichen Rechenaufwand die gesamte Bevölkerung zu überwachen. Wenn verschlüsselt wird, dann bedeutet es, jede einzelne Verschlüsselung muss sehr aufwendig angegriffen werden. Wirkliche Abhörsicherheit bietet jedoch nur die sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das bedeutet, der Sender kodiert eine Nachricht und nur der Empfänger allein kann sie überhaupt wieder entschlüsseln. Doch diese Prozedur ist umständlich und mühsam. Die Kommunikationspartner müssen zuerst digitale Schlüssel anlegen und diese miteinander austauschen. Und auf Webmail, Facebook-Chat und andere beliebte Kommunikationswege lässt sich das Verfahren sowieso nicht anwenden. Die Kryptografie-Szene mag es frustrieren, aber bei den meisten Nutzern ist die Bequemlichkeit deutlich größer als das Bedürfnis nach Kommunikationssicherheit. Und genau deswegen sind manche Zeitgenossen der Meinung, man müsse gleich eine völlig neue Kommunikationsarchitektur schaffen. Carlo von Links gehört zu einer Gruppe von Hackern und Wissenschaftlern, die unter dem Schlagwort "You broke the Internet" Alternativen entwickeln wollen zum Internet, wie wir es kennen. Die jetzigen Systeme setzen auf einer Technologie auf, die dafür nicht vorgesehen ist. Also sowohl bei E-Mail als bei Chat. Diese Verschlüsselungssysteme PGP, OTR sind umständlich, sind bürokratisch und konfrontieren einen mit technischen, kryptografischen Details, die man gar nicht wissen will. Eine Idee? Statt zwischen E-Mail-Adressen oder über Web-Interfaces könnte man Nachrichten zwischen unverwechselbaren kryptografischen Identitäten austauschen. Die neuen Systeme haben die Kryptografie so grundlegend, dass man sie eigentlich vollkommen ignorieren kann. Ironischerweise, wenn eine Nachricht angekommen ist, heißt es, dass sie sicher verschlüsselt gewesen ist. Sonst wäre sie nicht angekommen. Auch über zentrale Server würde diese Art der Kommunikation dann nicht mehr laufen. E-Mail hofft Carlo von Links werde auf diese Weise hoffentlich einmal zu einer Nischenexistenz wie heute das Telefax. Der Kryptografie-Experte Rüdiger Weiß ist hin und her gerissen von dieser Idee. Also als Sicherheitsforscher ist, sagen wir mal, diese fundamentalistische Position, im Prinzip müsste man alles wegwerfen und neu machen, die richtige. Da wir aber halt natürlich leider oder erfreulicherweise in der Welt machen, wo wir nicht frei vor uns hinforschen, sondern unsere Entwicklung wirklich unglaubliche Auswirkungen auf die Gesellschaft haben, müssen wir uns auch den zweitbesten Lösungen stellen. Das bedeutet halt nicht, alles neu zu entwickeln, sondern die milliardenschweren Investitionen, die durchaus da sind, zu respektieren. Auch zu respektieren, dass das Internet genau deswegen gewachsen ist, weil es ein offenes und unsicheres Medium war. Das allerletzte Risiko ist sowieso der Mensch. Denn am Ende muss jede E-Mail, jede kodierte Nachricht eben doch entschlüsselt und gelesen werden. Und spätestens dann ist die darin enthaltene Information wieder völlig unsicher.